Servus zusammen. Bisschen länger her. Also mein letztes Video ist, glaube ich, schon, ich weiß, habe es gar nicht nachgeschaut, aber sagen wir länger her. Und ich hab mir gedacht, okay, es wird wieder Zeit für ein VR-Video. Jetzt ist Wanderer rausgekommen am 27. Hat sich cool angehört, geht irgendwie um Zeitreise, rumrätseln, und ich habe mir jetzt so ein kleines Video mal dazu angeschaut, das sah ganz interessant aus. Ich dachte, das nehme ich doch zum Anlass, mal wieder zu starten. Ich werde es wieder so machen, ich schaue, dass ich die Videos ja so eine halbe Stunde rum immer mache, aber ja, es kommt auch darauf an, wie sind die Save Points, oder mache ich das nächste Video gleich danach, oder ja, schauen wir mal, weil ich weiß jetzt nicht, wie die Save Points hier sind, weil wir wahrscheinlich nicht manuell speichern können, aber mal gucken. Ansonsten, ich musste ein bisschen umbauen, weil es ist ein bisschen kleineres Zimmer, das heißt, die VR hat vorhin nicht funktioniert, weil da war ein Schreibtisch im Weg, ist die Kurzfassung. Er ist ein bisschen umgestöpselt, also es kann sein. Ich hoffe, das funktioniert jetzt gut. Und ansonsten, es ist schon seit langer Zeit mein erstes Video. Ich bin bei weitem kein Profi. Es sollte eigentlich passen vom Sound her und allem, aber falls nicht, schreibt mir in die Kommentare. Da passt was nicht, aber ich schaue es mir auch dann danach nochmal an, ob alles passt. Aber mal gucken. Okay, ich spiele es auf der PlayStation 5, mit der PSVR natürlich. Und ja, dann schauen wir uns das doch mal an. So, oder? Hier, zack. Okay, jetzt rechts, links, das ist wahrscheinlich egal, oder? Achso, ich brauche noch Sound. Und, okay. Also ich hatte es gestern Abend mal gestartet, zum Testen wegen der VR, und dann festgestellt, ich muss hier umbauen, das funktioniert nicht so mit der VR. Also, ja, das Problem ist, ich kann auch nicht ganz weit nach unten. Da macht es ein bisschen Probleme, deswegen müssen wir schauen, ob das so funktioniert. Aber das kriegen wir schon hin, hoffe ich mal. Wir spielen im Sitzen. Das Spiel gibt es anscheinend leider nicht auf Deutsch. Ich habe jetzt im Store auch mal nachgeschaut, steht auch Sprachen nur Englisch dran, deswegen wird es, denke ich mal, einfach nichts geben. Okay, wir starten mal. Machen gleich mal New Game. Schauen wir mal kurz, was hier so ist. Okay. Bin ich im Bild? Ja, ich denke schon. Okay, ist eine Anspielung auf die Zeitreise. Okay, dieses, da haben wir das gleich mal Symbol. Okay, da steht PS4, aber meist gibt es halt nicht für die PS5, das ist halt per Abwärtskompatibilität. Und ich tue mir doch mal wieder die Schlaufen dahin machen. Grab an Object. Ich glaube, ich bin zu groß für diesen Tisch. Release, okay. Jetzt kaputt machen. Okay. Ah ja, okay, man muss nicht... Man kann so in die Richtung zielen irgendwie und dann... Ah ja. Hey, was ist das? Press and rotate. Warte, was ist das? Ah, Kalender. Okay, ich kann jetzt nicht hier irgendwie drehen oder so. Brauche ich nicht. Ein Bildchen. Ah, das ist in VR einfach geil. Wie man die Objekte nehmen kann, drehen kann. Ich hab Angst, das irgendwie so mit Schwung zu schmeißen. Weil, ah, hier ist ein Schrank. press by the rotate. Das ist Viereck. Das ist der hier. Geht der... Okay, beide Controller, wenn ich Viereck drücke. Ah, cool. Rotiert er immer nach links ein Stück. Okay. Target Location, das ist dieser mittlere da. Okay, ich kann mich damit bewegen, hier teleportieren. Ah, ich sehe, man kann es auch hier schon drehen. Ah! Geht es mit dem linken auch? Ja, geht auch. Hallo? Another great song. Was? Also. Okay. Schauen wir doch mal, was gibt's da? Ah! Kaputt machen! Aha! Okay, das ist super, dass man nicht direkt da stehen muss. Also kurz schauen, wie ich gerade... Ah, okay, ich muss mir merken. Da schaue ich nach vorne. Links habe ich mir ganz gut vorgehalten, nur rechts ist der Schrank. Aber glaubt mir, das ist besser, als es gestern war, oder was? Das war... Gott, oh Gott. Ich habe meinen Samstagabend damit verbracht zu fluchen, wie ich das Ding aufstelle, damit ich VR spielen kann.
Aha. Kann man sich die. Oh, man kann die Schubladen. Okay. Nehmen wir an, das ist jetzt einfach alles Tutorial. Oh, aber der Tutorial. Da wird mir jetzt hier nichts. Ah, okay, ich muss mich nicht sehr bücken, das ist gut, weil da würde die VR nicht mehr weiter funktionieren. Oh, cool! Okay. Meine Zeichenkünste. Ah! Blinkt etwas, oder da funkelt etwas. Okay. Ich habe nicht verstanden, was du gesagt hast. Gibt es eigentlich Untertitel, die man wenigstens einstellen kann? Es wird keinen deutschen geben, aber vielleicht gibt es wenigstens einen englischen Untertitel. Schauen wir mal kurz Gameplay. Calibrate, Vibration, Watch Hand, das ist links, ja. Ah, oh, okay. Und noch habe ich keine. Controls. Okay, das ist eine andere Locomotion. Ah, das wird wahrscheinlich dann wie in einem Ego-Shooter einfach bewegen sein. Remote Snap Smooth. Ah, okay. Ich glaube, da ist so das Snap besser. Das ist, dass man so diesen Winkel sich dreht. Ich glaube, das hat das nicht sogar Resident Evil das erste Mal gehabt in VR. Da hat man festgestellt, dass die Motion Sickness damit echt gut unter Kontrolle zu bekommen ist. Okay, sonst sehe ich das nichts. Audio. Okay, Maßnahmen, also Music, Dialog. Okay, kein Untertitel. Ja, mir wird vielleicht ein VR stören, ich weiß es nicht, aber mein Gott, man könnte es ja optional drin lassen, einfach um zu sehen, hört es an oder nicht. Hallo. Okay. So, ich sitze noch gerade. So, okay, dann folgen wir doch mal. Ah, da, wow. We want to try locomotion movement settings. Okay, wir können es auch probieren. Musst du mir nur sagen. Wow! Ah, okay, mit dem linken bewege ich mich dann vorwärts, wenn ich die Taste halte, und mit dem rechten nach hinten. Ah, und ich laufe dahin, wo ich hinschaue. Okay. Erst ein komisches Gefühl, wenn man sitzt und sich da so bewegt. Also, ich glaube fast, ich würde dann doch das Snap bevorzugen. Hey, cool, Bier. Hey, Lane. Scheißladen. Hey, ich höre dieses Vieh da irgendwo. Okay. Achso, jetzt habe ich ja die Steuerung. Oh, das ist im Sitzen. Ich kann mich halt auch nicht so gut drehen hier. Ah, okay, aber ich kann mich mit der Taste weiterhin drehen, okay. Okay, da wird wohl noch nichts sein, das ist einfach noch hier. Steuerung kennenlernen. Oh nee, ich brauche die andere Steuerung, Mann. Aber da ist noch was drin. Sie will heimgehen, gell? Okay. Die war original zu und war leer. Ja. Mal da. Ja. Oh. Okay. Nee, ich muss gleich mal schauen, dass ich das wieder umstelle. Keep your cool movement. Ah, no. Ah. Ah! Press start to change preferences in the set. Okay, ja, das haben wir auch schon rausgefunden. Okay. So, sitze ich wieder einigermaßen gerade. Jetzt hat. Ah, es ist einfach geil in diese. Also VR ist einfach, die Immersion ist einfach klasse. Hey, da haben wir sie wieder. Okay. Bin ein bisschen nah dran, oder? Es wird beiden greifen? Nee. Okay. Da ist sie wieder. Erinnert mich ein bisschen an Half-Life, gerade an Half-Life 1. Okay, ich komme einfach so rüber. Ich drücke mal den Schalter, ja? Scheiße. Ach so, das ist. Ich dachte, da passiert dann was. Oder was anderes. Whee!
Okay. Puh. Okay. Hey, die ist da drinne. Ja, ja, ich höre dich doch. Das ist eine Straßenlaterne. Okay. Ah ja. Ui, der Shop ist so hoch, ne? Ey, ey, ey. Mein Gott. Okay. Wow. Ah! Alter. Okay, ich muss ein bisschen zurück, glaube ich. Ich drehe mich mal mit dem Controller. Mit der Taste. Ah, warte mal, ich brauche nicht gehen. Kann ich doch von hier, gell? Ah. Ich glaube, das Spiel ist im Stehen besser, aber... Ich weiß nicht, ob ich das hier hinkriege. Okay. Press X to use object. X war schon hier, gell? Ja. Okay. Speichert. Okay. Okay, wir müssen Großvaters Ort finden, wo er ist oder war. Aber das hat noch nichts mit Zeitreise zu tun, glaube ich, oder? Das ist jetzt einfach nur... Wobei, ich war in diesem Punkt... Ach, ich habe keine Ahnung. Oh. Osten, 2061. Ah. Okay. Ja, doch ein bisschen. Aber das erinnert mich ein bisschen jetzt an... Oder schon ein bisschen sehr an Last of Us. So von der Atmosphäre, so von dem... Oh, da kann ich rein. Kann ich da aber auch lang? Ja, okay. Mir angewöhnen, dass ich mich mit dem... ...drehe. Okay, da haben wir... einen Projektor. Ein Long Distance. Aha. Ah, falsche Taste. Oh, kann ich das? Ne, wenn ich einfach noch bei mir. Wicht, okay. Ich werde fragen, wie ich das dann abbrechen kann. Aber wenn ich es abbrechen will, einfach noch oben zäumen. Oh, ne, doch nicht. Ist eine Taste, um das abzubrechen? Ja, einfach irgendwo hinzäumen, wo. Oh! Oh, Buch geht auch. Oh, der Brother. Aufmachen kann ich es nicht, gell? Okay. Hey, aber hier mal ein Projektor. Okay. Das sieht doch noch Play aus. Ah ja. Geil. Was, bist du laut? Okay, mal eine Eisschmelze. Mein Gott, bist du laut. Gibt's hier einen Lautstärkeregler? Ich hoffe, das ist jetzt für euch nicht abartig laut. Wie lang geht denn dieser Film? Wenn ich mir diese Rolle da anschaue. Okay, das war's. Ich muss befürchten, dass... oh, wo bin ich jetzt gerade? Ah, Documentary dran stand. Nicht, dass das jetzt hier so ein bisschen... Das scheint mir ja natürlich auch. Okay, da ist noch ein Raum. Aber jetzt schauen wir erstmal, was hier noch so ist. Okay. Das ist cool, dass er gleich anzeigt, was man nehmen kann und so. Und muss man nicht wirklich alles ausprobieren. Im Sinne von, ja, der Hand da rumdrücken. Okay, da gibt's auch nichts mehr. Ja. Schade, dass man die Bücher nicht. Hoppale. Das wird schmeißen. Wo bin ich gerade? Nicht, dass ich. Okay. Cool. Ja, da drauf. Okay. Nope. Dann
Maske oder was? Oder einfach nur Müll? Maske. Ist ein Symbol drauf. Okay, wir gehen erstmal hoch. Keller muss nicht sein. Also, oh, geht's leicht. So, Horrorfilme werden, glaube ich. Horrorfilme. Horrorgames in VR. Ich habe Resident Evil mal versucht, aber. Ja, geht die Pumpe, du. Also, bei mir geht die Pumpe dann. Ah, jetzt bin ich irgendwo angestoßen, muss mal ganz kurz schauen. Ah, okay, passt schon. Entschuldigung, ich muss ab und zu schauen, wo ich sitze und so, weil ich da hier was kaputt schlag. Okay, da kommen wir dann raus. Okay. Ah, ich wünschte, man könnte mit der anderen Taste nach rechts drehen, ehrlich gesagt. So mit dem Rechtsbutton nach rechts und mit der anderen nach links. Aber ja, da gewöhnt man schon dran. Voll. Ah. Da, genau. Ah! Ja, voll. Denke ich nicht, dass es da nicht lang geht. Okay. So. Super. So. Da sind wir. Ah ja, das ist Boot, was sie gemeint hat. So, oder ist das je nachdem, wo ich hinschaue? Nee, ist immer nach links, oder? Ja, ist immer nach links, okay. Okay. Muss aber den Optionen stand nicht so. Ich schau mal ganz kurz, weil. Ist immer interessant, ob ich vielleicht mit dem rechten, dass ich mich dann nach rechts drehe, weil. Das ist nur Speed, Turn Mode, Smooth, nee, Snapping. Der Winkel. Nee, Turn Fade. Was sind Teleport Snap Zones? Das sind das fest definierte. Warte, hier war das. Das zeigt ja dann an, wo ich. Ja, zeigt doch an, wo ich hin. Warte mal kurz. Okay. Nee, damit wird es ja auch nichts zu tun haben, nee. Okay, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, was das sein soll. Dann machen wir es erstmal wieder aus. Wir mal nachgoogeln, was das ist, aber komme ich so zurecht mit allem, keine Ahnung, nicht das dann, wobei, hier steht's ja. Nee, nicht Fade Effect, das hier aber nicht. Achso, hier schreibst du es aber. Ich hätte jetzt gedacht, dass es dann so festhängt, sodass ich das nicht so frei bewegen kann oder so, aber naja. Ist jetzt wurscht. Okay. Das heißt, was sagt denn die Zeit? Nicht, dass ich hier. Okay, passt. Seite im Auge behalte. Wenn nicht, dass ich dann 2 Stunden aufnehme und dann feststelle, die Aufnahme war nix. Dann lieber mal. Wobei auch nach. Auch nach einer halben Stunde hätte ich keine Lust, dass die Aufnahme nichts ist, weil. Ich will ja, dass das funktioniert. Okay, das sieht schon mal. Sieht cool aus, aber ich bin mir nicht sicher, wie lange das Ding noch schwimmt. Ja. Oh boy, do I need to draw you a map? Back of the raft, tape plus radio equals message. Not exactly rocket science. Alter! Well, verarscht mich auch noch. Thank you for gracing us with your presence. Better late than never, I guess. Asher, it's your grandfather, John. If you're listening to this, then no doubt, I'm long gone. But I've done my best to leave you everything I have. It's all in an apartment in Boston's North End. It's a bad bounce, but if you look for the old water tower, then head west, you'll find Picard Street. Should be a clean shot, right to the doorstep. Look for number 88, top floor. Keep your head on a swivel. This world is no picnic, but it may get a whole lot brighter if you can make it to my apartment in one piece. All right, we gotta find that cool. Water tower, then find that 88, okay. Wir haben den Kompass. Ja, die wird uns schon dahin bringen, denke ich mal. Hier. Was hatte ich von deiner Tasse? Kann ich da was machen? Nee. Achso, wir fahren schon. Das Ding aufmachen. Emergency only. Okay, keep your eyeballs peeled. Hey! Was geht ab? Hey!
Ich lasse ihn mal lieber noch hier liegen, wer weiß. Oh! Ach, okay, das Spiel geht los. Ich hoffe, du nicht expecting to meet your soulmate down here, kid. Ain't much left for scavengers. Okay. Mobile haben wir gefunden. Ah ja, das Cockpit. Wanderer. Okay. Können wir was machen? Boing. Ah! Okay, lassen wir das. Genießen wir die Aussicht. Okay. Genau, und dann West. Ja, okay, ich meine, es gibt sowieso nur einen Weg, ne? Ich dachte, wir könnten jetzt vielleicht ganz gut mit dem Kompass navigieren, aber das müssen wir wohl nicht. Was denn? Wo denn? Ah. Naja. Hey, there's a street sign. What does it say? Picard Street. Great. Oh. Oh, damn, what is that? Is that a tent? Oh, das Zeichen da oben habe ich doch gerade auf der Maske auch gesehen. Here? Okay. No, it looks deserted, right? Yeah, there's no way people live here. There's no picture show. Anyway, let's shake a leg. Let's find 88. Ich weiß nicht, sieht schon so aus, als ob da jemand lebt. Bin mir mittlerweile ziemlich sicher, dass da jemand lebt. Right. Alright. Alright, fine. Ich glaube, die haben diese Masken auf. Up, kid. Looks like we're in for a real shitstorm. Ja, bin ich glaube ich. Oh. Was geht ab? That means to choke our mother's realm with blackest smoke. A pair of cursed beasts. Meint ihr hier den CO2-Ausstoß oder was meint ihr? Den fährt doch hier auf hier. Oh, Greenscreen oder? Ja. Hoppale. To walk upon it. Your people will call the rats and roaches master. Glaubt, die machen uns nicht. Will have its revenge for what you did. Oh, wo ist der Schläger? Da. God, what kind of freak show? What makes you so special, huh? Think your fancy dress? Ja. Drunk. Ah, er speichert, okay. Oh, hell, Crocs. Oh. Kann ich eine Waffe haben? Waffe? Also ich meine Schusswaffe? Hang on to your tidy whities, kid. I'll fix the boat. Cover me from those oversized handbags. We take too much of a beating from them and we're sunk. Mit dem Ding? Wonderful. Here they come. Hä? Ich hab was gehört. Geh weg! Bullseye, kid. Bullseye, genau. Hau ab! See you later, alligator. Das war's schon? We need an exit strategy. Here, take this crowbar and crack open that old emergency. Ah! Die Half-Life Crowbar. Ah, Schrank. Es hätte fast meinen Schrank in der realen Welt mit der virtuellen Crowbar kaputt gemacht. Das Ding hast du gemeint. Oh, okay. Oh. Oh, flare gun. Time to use it, I guess. Ach, hier kann ich mit beiden dann. Guck mal, Muni. Ah, das ist wie bei Blood and Truth. Geht das? What are you looking for? A couple of marshmallows to roast? Wait, what are the barrels? Yes. Nehmen wir an mit X, oder? Na, wenn das mal nicht daneben war. Oh oh. Wir werden drauf gehen, wir werden drauf gehen. Ah! Man muss wirklich so in den Winkel schießen mit dem Ding. Ja, vielleicht erwische ich da oben auch noch einen. Oder dich. Verdammt! Warte, gib mir noch einen Schuss. Das war echt knapp. Scheiße! Ah. Okay. Wo sitze ich denn jetzt gerade? Okay.
Das war cool mit der Flare Gun. Das hat mir jetzt echt gefallen. Und das Nachladen, das ist echt cool gemacht. Oh. Kann ich? Nee. Wollte ich das meinen Daumen hin? Hey! Achso. Make for the apartment. Stay low, keep quiet. Ah ja. Schau mich nochmal ein bisschen um. What is this? Your first sleepover? Gib mir das Boot! Gib mir das Boot! Ah, okay. Ich kann die ja nicht einstecken oder so eine. Kann man Blood and Truth cool machen, so einen Halfter dafür rein. Ey, sag ich. Mach mich da voll an. Okay, er speichert. So. Boing. Ah, ich dreh mich mal. Okay, da. Ich nehme an, die Flare, dann hätte ich jetzt nicht mitnehmen sollen, aber nicht das jetzt. Ja gut, ich war sowieso noch ein Schuss oder so. Was? Okay. Vielleicht hätte ich die Flare Gun doch mitnehmen sollen. Darüber kann ich das? Nee, okay. Ich finde es super, dass man hier wirklich gleich drehen kann und ihm sagen kann, hey, wo will ich denn hinschauen? Okay. Hui! Das ist hoch. Ah! Das einzig helle Fenster. Wird es wohl? Okay, man kann nicht alle Türen öffnen, wenn es. Okay, das finde ich aber nicht schlecht. Dann muss man jetzt nicht so viel durchsuchen, weil das wäre, glaube ich, schon eine Menge ansonsten. Trock, geil. Das wird wohl eine Anspielung auf Trinkies sein. Ich wollte es euch gerade so in die Kamera halten, um es euch zu zeigen. Ich depp. Ich. Ja, okay. Im Moment vergessen, dass ihr durch meine Augen praktisch auch alles sehen könnt. Trinkies, ja, von. Sag mal, Zombieland. Das ist doch das Zeug. Ja, das ist das Zeug, geil. Ah, schade. Also, ich dachte, vielleicht haben sie hinten so ein Bild von dem, ich weiß, dem Hauptdarsteller gemacht. Woody Harrelson. Harrelson. Woody Harrelson, oder? Heißt der ja. Ich glaube schon. Ja, ich und Namen, ey. Kann ich das auseinander? Nein. Oh. Ja. Mal rausschauen. Cool. Okay, dann schauen wir mal. War da Toilettenpapier? Nee. Ist ja nie, wann man es wieder gebrauchen kann, ne? Wenn man wieder die Kaufhäuser leer sind. Personal Protection. AA Bunkers. Okay, okay. Dann schauen wir uns. Okay, ich kann einen Stift nehmen. Okay, warte mal kurz, das wird jetzt ein bisschen scheiße. Ja, da ist tatsächlich was drin. Ah, falsche Taste. Zigaretten. Oh, schade, kommen aber nicht raus. Geil, ich bin so nicht Raucher. Kann ich hier noch was? Nee, okay, warte, dann schauen wir mal kurz bei. Warten auch nochmal einer. Oh, Buddy, Buddy. Komm her. Oh, ja. Oh, da hinten ist echt ein Korb. Müssen wir kurz gucken. Ah, ja, es ist gut, dass ich kein Sportler geworden bin. So. Funkelt denn das? Ach so, das ist ihn. Okay. Ja. Ah, das ist echt super, dass er dir zeigt, was du verwenden kannst. Man muss nicht echt alles durchprobieren irgendwie. Ja, alle leer, alle leer. Was kann man sich denn da saufen? Die Apokalypse und die geben dir leere Flaschen. Okay. Okay. Basketballkorb. Oh, zählt der sogar mit, oder was? Lass mal sehen. War auf Papier gelegen. So,
jetzt mache ich mich hier zum Affen. Hey, wieso war jetzt da so ein Linksdrift? Naja, nee, klar, da, okay. Ey, das ist doch jetzt ein Witz, oder? Na komm, wenigstens einen. Oh, zwei weg. Haben wir gleich beide. So, erstmal hier. Okay, ich kann das nicht. Ich werde das ganz bestimmt nicht rausschneiden. Hey, nein! Hier zählt nicht mit, aber ich lasse jetzt die Peinlichkeiten. Also, die eine. Mal schauen, was da kommt. Ja, wie cool wäre das jetzt gewesen. Ah, Tisch. Warte mal. Happy Anniversary. Ah, das ist so cool, wenn man die Bilder so nehmen kann. Drehen kann und alles. Das ist echt cool gemacht. Ah. Nicht auf den Boden. Das ist für eine Box. Achso. Habe ich die nicht sogar vorhin? Okay, ich glaube fast, das war. Oh, da haben wir wieder die Twonkies. Da gab es sogar noch so Sammelkarten zum Ausschneiden. Wahrscheinlich jetzt eine Million wert sind pro Stück oder so. Jetzt. Ah, jetzt zeige ich euch. So, ja, weiter. Ja, lassen wir das. Machen wir weiter. Was da noch? Nee. Oh, kann ich die schreiben? Oh. Oh, krass! Damit hatte ich jetzt nicht gerechnet, dass das geht. Toll. Da wäre das Fenster offen gewesen, aber. So, jetzt müssen wir mal kurz auf. Zeit schauen. Ja. Okay, das wird wohl hier einfach Brücke runterziehen sein. Das mit zwei Händen, ne? Okay. Ah, kann das. Aha. Boing. Dann rüber. Oh, guck dich an. Ah, jetzt kommt wieder ein bisschen in die Mitte hier. Hm. Nicht, gell? Nee. Okay. Da irgendwie durchs Fenster dann? Nee, ich kann nicht mal da hoch, okay? Also. Ah! Kann ich eigentlich sterben im Spiel? Naja, doch. Es war jetzt die Bootsszene zum Beispiel da. Die Krokodil ja. Die uns, keine Ahnung, fressen können. Ja. 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 Ich muss nicht mal runterziehen, sondern nur drücken. Ah, den muss ich runterziehen. Okay. Ich hab nichts gesagt. So. Mal jetzt. Das Apartment, oder? Wenn die Musik schon so anfängt. Steht da so eine Maske. Auch dieses Symbol. Okay. Oder? Weiß nicht, ob. Nee, es wird noch nicht sein, denke ich mal. Mal gucken. Okay. Da wohnen welche? Hm? Oh. Was denn da für Waschmittel? Kann man da drehen? Jawohl. Fresh. Pro Clean. Sieht nach Citrus aus. Ah, ich wünschte, man könnte das nicht auch so. Hui. Leg's mal hier so rein, damit die hier sehen, das kann man auch benutzen. Wobei es ist, glaube ich, leer. Okay. Mach mal sauber, vor euch komm. So, was haben wir da? Nehmen wir uns mal. Was haben wir da noch so? Fernseher. Schubladen kann ich? Ne, die habe ich mal
Griff dran. Okay, das sieht so aus. Runter müssen. Okay. Emergency Exit. Das ist ein Gameboy. Nein, es ist ein Oddboy. M-Theories. Okay. Nix machen. Drehen. Okay. Oh Gott. Das ist eine creepy Puppe da oben, ey. Geht die runter, wenn ich da hin oder sowas? Ne, okay. Bücher gehen, glaube ich, nicht. Alter, ey. Mich hat gerade der Rauch echt ein bisschen erschrocken, ey. Der Rauch, der Staub, der da. Oh, was? Ne. Gott. Wow. Ja, das war der Schrank, verdammt. Okay. Du bist verflucht. Okay, war es das schon hier so? Ich glaube, ja. Oh, da kann ich doch rein. Ah. Okay. Seife? Was? Das ist ein Fernseher der Badewanne. Wir haben die Funktion der Badewanne nicht so ganz verstanden. Okay, dann. Hammer nicht, aber ich sehe hier eine Pfanne. Machen wir es doch. Ah, okay, machen wir es mit der Flasche. Sieht das? Oh, das war auch ein Baseballschläger. So, wo bin ich, bevor ich gegen den Schrank hier wirklich hau wieder? Geil! Ja, weg damit! Weg damit! Cool! Okay! Ah! Das ist die 88, die 88. Ja. Aber ich würde sagen, dann machen wir hier jetzt auch mal einen Cut. Wir sind dann jetzt so kurz vor dem, vor seinem Zimmer. Und ja. Also macht doch ein. Kann ich hier. Pause? Technisch funktioniert's besser, kann ich euch garantieren, als der Test gestern Abend. Aber wie gesagt, da habe ich nur 10 Minuten. Das habe ich dann mit Beat Saber ausprobiert, ob die VR funktioniert. Und das war eine Katastrophe. Und dann habe ich keinen Bock mehr gehabt. Boah, das Ding dachte ich mir, mache ich es jetzt. Es ist Sonntag, vormittags, mittags übrigens. Genau. Falls das jemanden interessiert. Und ansonsten, ich hoffe, es hat jetzt alles gepasst mit der Aufnahme. Ich hoffe, der Sound ist da. Ja, okay. Jetzt war ich gerade schockiert, aber ich glaube, das ist. Ja, passt schon. Und dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Und dann machen wir das nächste Mal weiter. Und gehen dann ja, ins Apartment vom Großvater. Dankeschön, macht's es gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.